Was geht ab? Pablo hier. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass Umstände haben ergeben, dass die Folge doch am Freitag rauskommt. Denn wir sind zwar, wie gesagt, alle beschäftigte Menschen, aber wir haben trotzdem euch zuliebe geschafft, die Folge an einem Freitag rauszubringen, anstatt ne, Tag später, Samstag. Deswegen in diesem Sinne auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge. We love to entertain you. Starova, Pavel, was gibt heute zu essen? Riba. Pablo's Kitchen. Was läuft? Pablo ist wieder mal am Start. So, meine lieben Freunde und Leute, heute ist wieder mal Fisch an der Reihe. Und da habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar mache ich heute Krabben-Empanadas. Das sind auf jeden Fall die Zutaten, die ich dafür brauche. Da haben wir hier Koriander, Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten, Bier. Ich habe dieses Bier ausgewählt, weil dieses Bier wurde mit Meersalz gebraut. Ich dachte mir so, hey, das passt auf jeden Fall zum Thema Seafood, warum nicht? Dann haben wir hier Garnelen, Olivenöl, normales Öl und Mehl. Klar, Salz, Pfeffer, logischerweise, kommt da auch hinzu. Und dann, würde ich sagen, hey, pass auf, die wichtigste Zutat habe ich ganz vergessen. Die wichtigste, beziehungsweise einer der zwei wichtigsten Zutaten. Die erste wichtigste Zutat ist das hier, mein flüssiges Gold. Und die zweite wichtige Zutat, Flüssigkeit, das bin ich. So, und jetzt können wir loslegen. So, Freunde, ich habe mir gedacht, dass ich mal zur Abwechslung. Erklär den Leuten nochmal, wie das geht. Bist mir gerade das Wort gefallen? Ja. Wie was geht? Wie du gerade dein Messer schärfst. Ich habe gerade gesehen, jetzt mal ohne Witz, dass da Dellen drin sind in der Klinge. I don't know. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Und zwar wollte ich ja beschreiben, wie man richtig so ein Messer schärft. Da findet man das Wetschtal. Oder den oder das? De. Ja, de. De Wetschtal. Am besten von ganz unten so anhalten und über die ganze Klinge einmal so ziehen. Manche, da bin ich kein Fan von, wie machen die das? Die machen das so, weißt du? So? Ja, Mann, die machen das, wie machen die das? So machen die, genau, so. So machen die, so. Erstens schneiden die dann immer hier in den Griff rein, hier in den. Ich mache immer so. Das ist auch einfach. Genau, es gibt auch Leute, die, wie machen die das? Die, oder so, genau, so, glaube ich. So. Das ist Schwachsinn, denn diese kleinen Mikrosplitterfaser von den Klingen, die abgerieben werden, die sind dann noch dran und so locker, weißt du, und die verstopfen die Klinge quasi. Kann man das verstehen, wie ich das erkläre? Du musst das praktisch diese so ziehen, wie du das machst. Genau, also, wenn du das so ziehst, dann ziehst du den Grat praktisch nur lang. Dann hast du ja die Splitter, so, die sind dann auf der Klinge drauf, diese Splitter, weißt du, und wenn du das so machst, dann hast du das nicht so. Dann schleifst du die ab. So habe ich das gemeint, genau. Und am besten im 800 Grad Winkel. So, und wenn ihr jetzt ein Zeber nimmt, pass auf, das mache ich mal jetzt kurz. Pass auf, dann habe ich hier einmal so. Das ist natürlich der Vorführeffekt, obwohl man sieht doch ein bisschen was, ja. Man sieht ein bisschen was so. Der ist halt auch neu, weißt du? Ja. So, man sieht ein bisschen was, das sind diese Splitter. Und diesen Stahl hier am besten gar nicht. Ich habe schon oft gesehen, dass Leute das mit Öl versucht haben, sauber zu machen. Nein, so mit Öl. Öl doch nicht. Doch, habe ich gesehen damals, mit Öl. Weil die ganzen kleinen Mikrorillen, die hier sind, die verstopfen dann, wenn das Öl kalt wird, weil es dann fest wird, ne? Deswegen, das ist... Setzt sich dann die ganzen Späne dann da ab und dann bleiben die daran kleben. Ja, das ist purer Schwachsinn. Egal, kommen wir zum Wesentlichen. Die Zwiebel muss geschält werden, natürlich, wie sie gehört, mit einem großen Messer. Und dafür nehme ich kein anderes Messer als dieses FDIC-Messer mit dem universellen Pablo-Logo drauf. Zeigen ja, natürlich, das haben wir schon lange nicht mehr erwähnt.
Nee? Das heißt mal Fick. Nee, das ist das Wichtigste hier. Nee. Das soll aber heißen Fick dich? Nee, nee, das ist Friedrich Dick. Das ist Friedrich sein Name, ja. Ehrenmann an der Stelle gesagt. Shoutouts. Der macht gute Messer, ne? Der macht sehr gute Messer. So. Knoblauch, witzig auch. Einmal komplett geschillt. Knoblauch. So. Ist die Kamera nicht zu weit da? Ich meine irgendwie zu wissen, dass die mehr links von dir aus gesehen jetzt stand. Meine ich jedenfalls. Soll ich die rüberstellen? Nee, wenn du sagst, Bild passt, dann passt das. So. So. Und jetzt werden die Zwiebeln in feine Würfel geschnitten. Brunoise? Ich wollte gerade sagen, der Profi sagt auch Brunoise, ne? Brunoise. Ne, oder Brunoise, ne? Brunoise heißt das. Vescorobushi Postis Bruno. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Was das bedeutet, habe ich keine Ahnung. Ich spreche viele Sprachen. Also zumindest auf Beleidigung-Ebene. Das ist wichtig, ne? Das ist sehr wichtig. Man muss, also jeder Mensch muss mindestens auf 6 Sprachen beleidigen können. Ja, ne? Oder nicht? Ja, doch. Und wenn es nur ein Wort ist? Egal. Am besten wäre sogar ein Satz. Boah, das wäre, dann wärst du Killer. Ja. Wenn du einen Satz schaffst, dann bist du Killer. Ich kann sogar auf Tamil beleidigen. Auf was? Auf Tamil. Was ist Tamil? Sri Lanka. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sowas in die Richtung, ne? Indisch. Ich wollte gerade sagen, so bis Kanada-Ecke so passt, ja. Kanada, ja. Ist doch daneben direkt. Ja. Das zwischen Alaska und Norwegen. Ja, ja, genau. Und Grönland ist da auch deine Ecke, oder nicht? Ja, sag mal. Sag, weil es auf Tamil? Ja, ja. Zum Beispiel Punde. Okay. Punde heißt Wurzel. Nee, du darfst nicht sagen, was das heißt. Das wäre also. Du darfst ruhig die Fremdwörter, also die anderen Länder. Okay, falls er einen Tamil hört, dann Poisave da Punde. Weißt du Bescheid, mein Junge. So, Knoblauch wird auch klein geschnitten. Kannst du eigentlich aus Brunoise und Julien machen? Nee, aber ich kann dich einen Ausschluss machen. Jetzt kommt ein wenig Olivenöl in die heiße Pfanne. In der Zeit, wo das am Braten ist, werde ich schon mal hier den Koriander komplett klein hacken. Dann habe ich hier meine Garnelen. Die muss ich mir alle komplett auch so fein wie möglich runterschneiden. So, meine Freunde, diese Garnelen sind jetzt bereit, da in die Pfanne reinzukommen. Dann tue ich das auch direkt mal, dann kann das schön einmal alles anbraten hier. Da kommt jetzt etwas von meinem weltberühmten Ursalz rein. Wo ist das eigentlich her? Das ist eine sehr gute Frage. Um diese Frage zu beantworten, musst du dir einfach ein Video von mir angucken. Aber ich weiß gar nicht, welches Video. Das ist die... Ich muss alle gucken. Und genau das ist nämlich das Ding. Denn ganz ehrlich, ich bin kein Papagei, weißt du? Warum soll ich mich 30 Mal wiederholen so? Das reicht, wenn ich das einmal sage. Habe ich dir auch schon mal letztens gesagt, es reicht einmal zu sagen so. Chili-Pulver kommt da auch rein. Es reicht einmal zu sagen und dann sollten das eigentlich die Leute wissen. Ich bin nicht so der krasse Freund von Wiederholungen. So viel Zeit habe ich auch gar nicht, weiß mich immer zu wiederholen so. Ich bin nicht so der krasse Freund von Wiederholungen, weil ich sage dauernd irgendwelche krassen, kreativ wichtigen Sachen so. Da habe ich die Zeit nicht dafür, einfach die wir alle zu wiederholen, weißt du, wie ich meine? Ja. Pass auf. Und zwar gibt es bei uns intern momentan eine Diskussion. Was heißt Diskussion? Es kam noch nicht zur Diskussion, aber so ein Gerede. Ob hier unser neuer Freund, der den Namen trägt, El Chavo Guzmano, ob er auch sich ein Mikro zulegen soll. Wir sind ein bisschen geteilter Meinung so. Was haltet ihr davon? Schreibt auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, ob wir noch ein Mikro für ihn besorgen sollen oder ob wir weiterhin nur von meinem Mikro profitieren, dementsprechend auch wie immer nur ein Star, also mich, hier weiterhin hört. Aber wenn ihr sagt, hey, weißt du was, der Typ ist so cool, was er nebenbei gesagt auch ist, wir wollen auch ein bisschen was von ihm hören und so, dann ist es absolut gar kein Problem für uns, ein Mikro für ihn zu besorgen. Ja, aber ich rede auch so wenig. Ich sag dir ganz ehrlich, mein Freund, wenn die Leute entscheiden, dass du ein Mikro haben sollst, dann wirst du auf jeden Fall auch dementsprechend öfter reden, ne? Dann muss ich reden.
Dann musst du, hast gar keine andere Wahl. Denkst du, ich hab Bock zu labern? Ich meine, klar, ich hau auch immer krasse Weisheiten raus und kreative Sachen. Schickst du dir selber bei WhatsApp Sprachnachrichten? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Ja, natürlich. Wer macht das nicht? Ja, also wie gesagt, die Krabben hier mit dem Zwiebel-Knoblauch gemischt, Gedünse da, das braucht noch eine Weile. Beziehungsweise nicht eine Weile, ein bisschen. In der Zeit kann ich auf jeden Fall mich diesen Tomaten hier widmen. Die muss ich mir auch in Würfel schneiden. Natürlich ohne Kern. Dafür schneide ich einmal, halbiere ich die. Ja, ohne Kerne, Entschuldigung. Mehrzahl. Arschloch. Du bist eine Pflaume. Ey, sind das jetzt eigentlich Krabben oder Garnelen? Jetzt mal so am Garnelen. Krabbengarnelen. Zu welcher Tierart gehören Garnelen denn? Schalentiere. Nee, Krustentiere, Schalentiere. Ich glaube Schalentiere. Ich glaube Garnelen gehören zu der Rubrik. Lebelosen Weichtiere. Ja gut, ja, ja. Auch das schreibt ihr bitte in die Kommentare. Ich bin der Meinung, Garnelen sind Schalentiere. So, die Tomaten auch in Würfel. Und zwar genau so. Jetzt kommen da die Tomaten rein. Wusstest du eigentlich, dass es für das Wort Kräuter keine Einzahl gibt? Kraut? Nee, gibt's doch schon. Ein Kräuter? Ja. Ein Kräuter. Ein Kräuter und was ist die Mehrsame Kräuter? Kräuter. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Ist mir letztens aufgefallen. Das hier wird jetzt 10 Minuten in der Pfanne bleiben, auf mittlerer Hitze, damit der Saft von den Tomaten ganz langsam rauslaufen kann und damit das hier komplett sich mit den ganzen Geschmäcker, die hier drin sind, richtig verbinden und kombinieren kann. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn das hier fast fertig ist, ne? Deswegen. Ne, fehlt kein Salz. So, meine Freunde, hier, die Füllung ist fertig. Ich tue die mal jetzt hier in die Schüssel. Damit das schon abkühlen kann. Denn es ist auf jeden Fall wichtig, in eurem Fall, dass die Füllung kalt ist. Warum? Also in meinem Fall, klar, ich könnte das auch jetzt anfassen mit meinen Fingern, kein Problem. Aber nein, Spaß beiseite. Aus der Finger aus Allmann, ne? Genau, aus was? Aus Allmann. Auf jeden Fall, das muss kalt werden, denn sonst kannst du das nicht mit dem Teig später befüllen, weißt du, das ist schwierig. Deswegen, das muss auf jeden Fall erstmal abkühlen. So, und dann würde ich sagen, kann ich mich jetzt komplett dem Teig widmen. Und dafür gehen wir jetzt zu dem legendären Teigtisch rüber. Bevor wir das tun und hier komplett alles umdisponieren, würde ich gern noch eine Sache loswerden. Und zwar ist das eigentlich nichts Geringeres als zu sagen, dass ich mit Abstand der beste und geilste Koch nicht auf der Welt. Doch, mittlerweile schon, aber auf jeden Fall auf YouTube bin. Ich dachte im Universum. YouTube ist doch ein Universum. Hashtag Pablo Mafia. Pablo Nauten. Pablo Nauten. Da sind wir wieder. An dem legendären Teigmachtisch. Und zwar werde ich jetzt den Empanadas-Teig zubereiten. Teigmachtisch? An dem legendären Teigmachtisch. Dafür brauche ich auf jeden Fall 300 Gramm Mehl. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich gebe euch gerade eine Anzahl an. Denn bei so Sachen wie Teig und so sollte man eine gewisse Richtlinie haben. So, ob das jetzt 305 wird oder 295, das kannst du halten wie ein Dachdecker. Hier auf jeden Fall verstreue ich mal ein bisschen Mehl. So, ungefähr 300 Gramm. Ja, ein bisschen. Nee, warte. Jetzt sind das 300 Gramm. So, dann mache ich mir hier mal so ein kleines Fötzchenloch. So, Freunde, wir beide hatten gerade eine Diskussion gehabt vor dem Dreh. Und zwar ist die Frage, ich habe jetzt das Mehl hier auf den Tisch getan und da in die Mitte, in die Kuhle, kommt jetzt die Flüssigkeit rein, mit der sich das Mehl vermischen soll. Und seine Aussage ist, dass die Flüssigkeit komplett gleich ausläuft. Ich sage, dass das nicht passiert, dass das perfekt wird. Sollen wir darauf wetten? Nee, lieber nicht. Und zwar habe ich hier etwas normales Pflanzenöl. Gebe ich mal so ein paar Tröpfchen da rein. Und jetzt Bier. Und dieses Bier wurde mit Meersalz gebraut. Ich dachte mir so, das passt auf jeden Fall. Schmeckt das salzig? Das kann ich dir jetzt sagen, warte. Also es schmeckt nicht salzig, aber man schmeckt auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall Salz drin ist, so mehrsalzmäßig. Das schmeckt man auf jeden Fall raus. Ein Schluck Bier rein, erstmal natürlich den Schaum abwarten, eine schöne Portion. Dann etwas Salz und los geht's. Technik ist,
erst einmal die Flüssigkeit mit dem Mehl verbinden lassen. Und da macht man auf jeden Fall diese Übung. Die kann ich gut. Das haben mir die Mütter der anderen Kochtüber sehr gut beigebracht. Einfach so ein bisschen etappenweise die Flüssigkeit mit dem Mehl vermischen. Das sieht auch ähnlich aus, ne? Was sieht das aus? Ähnlich. Ja, auf jeden Fall. Ähnlich. Auch diese Schaumige und so, ne? Oh ja. Es riecht zwar nicht nach Fisch, aber wie sonst bei denen. Doch, ja, hättest du mal gewettet, ne? Der Teig ist fertig. Guck mal hier, der ist schön, richtig schön gleichmäßig. Der wird jetzt einmal komplett ausgerollt. Dafür muss ich mir die Arbeitsfläche komplett mit Mehl bestäuben. Das sieht so aus wie letztes Wochenende bei uns. Und auch einmal. Gibt es da jetzt eine spezielle Technik? Einfach drauf losrollen. Aber von außen nach innen immer? Immer den Teig langziehen? Oder ist das scheißegal? Einfach ausrollen, mein Junge. Oder links nach rechts? Guck mal, kannst du meinetwegen horizontal von diagonal von links oben nach rechts unten. Das ist völlig Jacke wie Hose, das kannst du halten wie Dachdecker. Hauptsache, das Ding ist gleich schön flach. Warte mal kurz. Ich hab ein bisschen falsch gemacht. Kram geschlafen. Das ist doch, glaube ich, noch. So, hier habe ich den fertigen Teig. Hier musste ich mir jetzt erstmal so portionieren. Zack. So, und die werden jetzt alle einzeln ausgerollt. So, ich habe mir die Viecher jetzt fertig ausgerollt. Hier habe ich meine wunderbare abgekühlte Masse. Und da werde ich mir jetzt einfach Dinger hier belegen. Wow! So, ich habe mich entschieden, da wir hier 6 gleiche haben, wollte ich mal vielleicht die Hälfte mit Käse einfach machen, so dazu noch, ne? Deswegen werde ich mir einfach ein bisschen Parmesan hier bei den anderen mit drauflegen. Und jetzt werden die ganz gut geklappt. Und das werde ich jetzt mit allen hier machen. Blind. So, meine Freunde, die Empanadas kommen jetzt in die Pfanne hinein. Ja, Mann, das braucht ein bisschen. Die müssen jetzt schön in Fett backen. Ne? Ihr könnt das natürlich auch in der Fritteuse machen, aber ich bin der Meinung, in der Pfanne ist das besser, ist handlicher. Weil dann kannst du die auch gleich schön drehen. In der Fritteuse, dann schwimmen die da rum und, ne, kann sein, dass die aufgehen. In der Pfanne besteht auf jeden Fall nicht die Gefahr, dass die aufgehen. Deswegen bin ich der Meinung, immer in der Pfanne machen. In dem Fall jetzt. Mashallah. Geil wäre, wenn der wieder so drauf landet, ne? Ein bisschen wie Schnitzel. Was? Nee, oder auch nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht siehst, dass die alle gleiche Farbe haben, dann musst du einfach an deinem Handy oder an deinem Monitor an der Taste ein bisschen die Helligkeit so einstellen, dass das halt so ist, weil so ist das nämlich real und so soll das auch sein. So, meine Freunde, die Empanadas sind fertig. Also, erstmal der optische Eindruck, klar, ne? Aber ich meine, also klar meine ich, es sieht geil aus, so, ne? Ja, klar, auf jeden Fall, sieht geil ja aus. So, und jetzt das Wichtigste natürlich ist es, wie schmeckt das Ganze? Und das kann man natürlich nur herausfinden, indem man das auch probiert, ne? Ich befürchte. Ja. Und dann würde ich sagen, willst du, sollen wir, komm, ich nehme einen mit Käse und einen ohne Käse. Welche waren denn jetzt mit Käse? Ja, sieht man doch, die hier. Das sieht man doch. Ach so, ja, jetzt wurde das, ja doch, jetzt sehe ich das. So, dann schneide ich mal einmal in die Mitte durch. Oder waren dort die anderen mit Käse? Ich probiere einfach mal. Ich habe den Käse so hauchdünn geschnitten und habe auch natürlich auch nicht so krass übertrieben, was den Käse angeht mit der Füllung. Der ist natürlich geschmolzen, logischerweise. Und ist jetzt natürlich im geschmolzenen Zustand, kannst du den nicht so leicht erkennen. Nur schmecken. Das ist krass. Nicht sehen, nur schmecken.
ein bisschen warm. Ich dachte scharf. Oh. Scharf ist es auch. Echt? Ich hab, also das mit dem Chili, das spürst du auf jeden Fall. Ich muss jetzt wirklich gestehen, ob mir eben das glaubt oder nicht, das ist mir scheißegal. Es ist einfach Fakt, dass es so ist. Ich habe die Füllung vorhin, klar, alles gemacht und Gewürz und sowas. Aber, und da ist er mein Zeuge, unser lieber El Chavo Guzman hier. Guzmano. Ich habe, hast du mich die Füllung probieren gesehen? Nein. Ich habe, ich schwöre euch, auf Hand aufs Herz, ich habe die Füllung nicht einmal probiert. Nicht im rohen Zustand und nicht im gegarten Zustand. Weder noch, als ich das gefüllt habe, noch sonst irgendwann. Ich habe das nicht einmal probiert. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es einfach lecker ist, weil ich es kann, weil ich Pablo bin. Ich habe natürlich dann gerochen auch. Also die Füllung, ohne Witz, da darf nicht ein Krümelsalz noch mehr rein, weil dann, das ist perfekt. Das, ich schwöre es dir, das ist perfekt. Er ist absolut kein Fischfreund, Garnelenfreund und sowas, aber ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass wenn er das gleich hier isst, das mega krass lecker finden wir genauso wie ich. Boah, diese Schärfe ist voll geil mit dem Chili. Hammer, nicht zu krass scharf, ist das nicht. Was den Käse angeht, wie gesagt, ich habe es dünn geschnitten. Geil wäre natürlich Cheddar-Käse gewesen, aber habe ich gar nicht da gehabt. Das ist noch krasser, weißt du, dann hast du auch diesen richtig zerlaufenden Käse und sowas. Parmesan ist halt so ein Käse, den nimmt man nicht unbedingt, wenn man eine Käsefüllung machen möchte, ja. Nimmt man nicht Parmesan, weißt du? Wenn man schneidet, den so den wie du. Oder genau. Weil es ist ja ein Hartkäse, so, das schmilzt in der Regel nicht so krass, außer wer hat so dünn geschnitten wie ich. An sich ein richtig cooles Gericht. Also ich würde auch dir jetzt auf jeden Fall ans Herz legen, das mal zu probieren. Und dann musst du mir deine ehrliche Meinung sagen, selbst wenn das scheiße schmeckt. Ich möchte das von dir hören. Sag, wie dir das schmeckt. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, es wird dir schmecken. Du wirst es vielleicht nicht sagen, so, dass du das jeden Tag essen möchtest, aber du wirst auf jeden Fall sagen so, yo, es schmeckt. Und was sagst du? Ja, das Ding ist, ich versuche gerade einen Anti-Fisch-Typen dazu überzeugen, dass das doch lecker ist. Aber ich hab's gegessen und runtergeschluckt. Und du lebst noch, also? Ja. Ich glaube, wenn das ohne die Garnelen wäre, dann würde mir das echt nicht. Dann wäre das doch voll trocken ohne Füllung. Nein, mit was anderem. Mit Hackfleisch oder was? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, mega geil dann. Also du bist sogar so ein krasser Anti-Fisch-Fan, dass du sogar dazu sagst, dass es nicht lecker ist. Doch, lecker schon, aber apropos Käse, hier ist der Käse. Das ist der Parmesan, von dem wir gerade geredet haben. Ja, Mann. Also ich sag mal so, wenn du auf einer einsamen Insel wärst, ja, und es gäbe absolut nichts zu essen, außer das, ja, würdest du sagen so, mag ich nicht? Ich würde die Fische rausnehmen. An der Stelle beenden wir das Video. In diesem Sinne, haut da rein, tschüss und abonnieren nicht vergessen. Brumm, brumm.